Willkommen zu dem Video. Ich bin Eva und in dem Video geht es über Situationships. Und zwar ist das ein Thema, was so wichtig ist. Und wo ich das verstanden habe, hat es definitiv meine Lebensqualität super verbessert und in Sachen Beziehung mich einfach mir super weitergeholfen. Was ist eine Situationship? Eine Situationship ist praktisch eine Art Beziehung, aber keine richtige gute Beziehung, weil es gibt immer in einer Situationship den Partner, der nicht wirklich vollständig Commitment zeigen will, also nicht vollständig sagen will, okay, ich will nur mit dir eine Beziehung haben. Und zum Beispiel eine Situationship würde sein, wenn du mit jemandem schläfst oder mit jemandem schläfst, der schon in einer Beziehung ist. Zum Beispiel, du schläfst mit einem Mann, der verheiratet ist mit einer Frau. Und das ist eine Situationship. Warum? Weil der Mann nicht seine Frau sich scheiden lassen will, sondern dich praktisch und sagt, okay, ich will mit dir sein, sondern der Mann sagt, ach, ich habe dich so nebenbei, will mit dir schlafen, einfach Spaß haben und halt nebenher bin ich aber eigentlich mit meiner Frau noch so zusammen. Und dann bist du eigentlich nur so ein Side-Chick, also du bist nicht wirklich, wie sagt man, du bist nicht wirklich die Person, wo der Typ praktisch mit dir sein will. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass auch wenn der Typ sagt, ach, ich lass mich scheiden, ich bin schon im Scheidungsprozess oder ich trenne mich von meiner Freundin, bei Typen immer, also egal, was der Typ sagt, es ist so unwichtig, was der Typ sagt. Also der Typ kann alles Mögliche erzählen, was wirklich zählt, ist einfach nur, was die Aktionen sind. Und wenn der Typ sagt, ach, ich lasse mich scheiden, aber er lässt sich nicht scheiden, dann ist es auch vollkommen egal, wenn er sagt, dass er sich scheiden lässt. Und das ist ein Beispiel für Situationships. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel Freundschaft Plus, also dass ihr nur miteinander schläft und du hast das Gefühl, du willst mehr, du willst eine Beziehung und der Typ will keine Beziehung, dann ist es auch eine Art Situationship, weil du schläfst und willst, dass du eben, dass der Partner, dass der Typ praktisch eine Beziehung mit dir anfängt, mit der Hoffnung schläfst du dann immer mit ihm und der Typ denkt sich, wie auch immer, mache ich natürlich nicht oder mache ich nicht. Das wäre ein anderes Beispiel für eine Situationship. Auch noch ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn ihr in einer Beziehung seid und dann fällt dir auf, dass du zum Beispiel, du willst Kinder haben und der Mann denkt sich, ja, ich nicht. Und dann sagt der Mann aber, um dich zu beruhigen, ja, ich will Kinder haben, aber denken wir in einem Monat oder so drüber. Dann ist das eigentlich auch eine Situationship, weil ihr keine wirklich gleichen Vorstellungen von der Zukunft habt und weil es nicht wirklich funktionieren kann, weil einfach in diesem fundamentalen Aspekt ihr einfach nicht zusammenpasst, dann ist es eigentlich auch eine Situationship, weil es keine wirklich gute Beziehung ist. Und was ich super wichtig an Situationships finde, dass man das versteht, ist, dass es in vielen Fällen so ist, dass es schlecht für die Frau ist. Warum? Erstens, ein Punkt, den ich bei mir feststellen konnte, ist zum Beispiel für Männer, klar, ich generalisiere, aber, und es gibt immer Ausnahmen, aber aus meiner Erfahrung und auch mit Frauen, mit denen ich geredet habe, die haben das auch so gesehen, dass es für viele Männer einfacher fällt, mit jemandem zu schlafen und dann das praktisch in so eine Schublade zu tun und ihre Ziele weiter zu verfolgen oder ihren normalen Job weiter zu verfolgen etc. Und für Frauen oder für viele Frauen ist es viel einfacher, emotionaler zu denken und wenn man mit jemandem schläft, dass man versuchen will oder dass man eine Beziehung aufbauen will. Natürlich, es gibt Ausnahmen und ist nicht immer der Fall, aber manchmal ist es der Fall. Und dementsprechend ist es, finde ich, unfair für Frauen gegenüber, weil Frauen dann daheim sitzen oder in der Arbeit sitzen und sich ständig über den Mann Gedanken machen und nicht ihren Zielen wirklich nachgehen. Das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt, den ich super wichtig war zu verstehen, ist, auch wenn der Mann, mit dem du eine Situationship hast, super nett scheint, ist es trotzdem richtig unfair von ihm gegenüber. Warum? Weil er seine Lust oder sein Vergnügen über deine Gefühle und dein Wohlbefinden stellt. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einer Situationship mit ihm bist und wenn du sagst, hey, ich habe Gefühle für dich, ich würde voll gerne eine Beziehung machen und mir tut es einfach nicht gut, ich fühle mich nicht geliebt, mit dir in dieser Situationship zu sein, weil ich fühle einfach, du nutzt mich nur aus. Dann
ist es von dem Mann eigentlich so, dass er sagen müsste, okay, nee, machen wir Schluss, wenn das nicht für dich gut ist, dann machen wir das nicht. Also ich will keine Beziehung mit dir, aber dann hören wir das einfach auf. Und natürlich, und wenn er das nicht macht, ist das ein bisschen egoistisch. Aber von dir ist es ganz, ganz, ganz wichtig, wenn du in einer Situationship bist, dass du praktisch sagst, okay, das passt nicht für mich, ich höre auf und ich beende das. Und das ist super, super wichtig, dass du da das, dass du da das Selbstwertgefühl hast, dass du sagst, okay, das funktioniert nicht für mich mit diesem Typen, der will keine Beziehung mit mir. Deswegen denke ich, bin ich sicher, dass ich einfach mit dem das beende, weil es ganz viele Männer gibt, mit denen eine gute Beziehung funktionieren würde. Und genau, und das ist super, super wichtig zu wissen. Und was ich auch, was mir so viel weitergeholfen hat, war, als ich so ein Video bei YouTube angeschaut habe, und zwar gibt es so einen Film, ich habe vergessen, wie der heißt, aber in dem Video, das war eine Szene aus dem Film, und da ging es praktisch um eine Frau, die wurde von ihrem Mann betrogen, und dann war sie im Auto und hat eben so einen Monolog gehalten. Vielleicht, wenn ich mich daran erinnere, verlinke ich den in der Infobox, weil der war wirklich, wirklich interessant, wo sie gesagt hat, ich habe so viele Jahre lang so viel für den Mann gegeben, habe meine Bedürfnisse unter dem vom Mann gestellt und dann hat er mich betrogen. Wie konnte das sein? Wie konnte ich mich so verlieren? Und wie konnte ich dieses also der Dialog war auf Englisch, wie konnte ich diese cool girl sein, was bedeutet, wie konnte ich dieses coole Mädchen sein? Und das hat mir so zu denken gegeben und hat mir so gezeigt, dass ich nicht dieses coole Mädchen sein muss. Ich kann, wenn ich eine langfristige gute Beziehung will und keine Freundschaft plus will, dann ist es mein Recht zu sagen, ich will das nicht, sondern ich will eine gute Beziehung. Und das ist vollkommen egal, was andere Leute denken oder nicht denken, oder was der Typ denkt oder nicht denkt, das ist vollkommen egal. Wenn ich nicht cool in Anführungsstriche sein will, muss ich das nicht. Und ich werde auch niemals meine Bedürfnisse unter die vom Mann stellen. Natürlich, du musst in der Beziehung auch Kompromisse eingehen, aber wenn das ein Kompromiss ist, der so gravierend ist, wie zum Beispiel, ich will eine Beziehung oder ich will Kinder und der Mann will das nicht, dass ich dann mich einfüge und sage, okay, ich gebe mich ab mit zum Beispiel nur Sex oder ich gebe mich ab mit keine Kinder, obwohl das wirklich mein Herzenswunsch ist, dann funktioniert das nicht. Und dann musst du das auch nicht sein. Und das hat mir wirklich, wirklich, wirklich zu denken gegeben und hat mir so viel weitergeholfen. Genau. Und was ich auch noch super, super wichtig fand, ist, dass ich es auch, weil ich habe den Kommentar bekommen, ja, aber du bist in deinen 20ern und in deinen 20ern kannst du noch so viel Erfahrungen sammeln, auch negativ. Aber ich denke mir, warum will ich negative Erfahrungen sammeln oder warum will ich mich nochmal in so eine Situationship begeben, wenn es mir nicht gut tut oder auch meinem Selbstwertgefühl nicht gut tut. Und ich finde das sowieso im Generellen, ich finde es so wichtig, sich zu informieren und ein paar grundlegende Konzepte in Beziehungen zu verstehen, weil klar, du kannst naiv durch die Welt gehen und du kannst Glück haben und viele oder manche Leute haben auch wirklich Glück, dass die erste Beziehung, die sie haben, super gut ist. Aber das ist so oft nicht der Fall. Und ich glaube, im generellen Leben, wenn man sich nicht informiert und naiv durchs Leben geht, sei es im Geld oder Gesundheit oder Beziehung, dann wird man oft ausgenutzt. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu informieren und nicht naiv zu sein und zu lernen, wie man Grenzen setzt, damit man nicht in so Situationen kommt, die einem nicht gut tun. Und deswegen finde ich auch, man ist niemals zu jung, das zu lernen, und man ist niemals zu alt, das zu lernen, weil es so grundlegend ist, das zu lernen. Genau, und ich hoffe wirklich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, und ich hoffe, es hat euch gefallen, dann klickt auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Like-Knopf, weil ich glaube, das hilft super, super viel in diesem Algorithmus für YouTube, meine Videos zu empfehlen, und es wäre super, super hilfreich. Deswegen wäre das super nett. Genau, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt, schreibt sie auf jeden Fall auch in die Kommentare, weil ich würde das voll gern wollen, dass man sich gegenseitig hilft. Genau, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Viele, viele Grüße und alles Liebe. Ciao, ciao.